So, und damit herzlich willkommen, euer Tomcat hier an diesem 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Was hat mich rausgetrieben auf die Straße? Natürlich ihr, beziehungsweise ein Kommentar von Hart. Wie hieß er? Hart, aber gerecht. Ehrlich, hart, aber gerecht. Grüße gehen raus. Der hat sich nämlich Gedanken gemacht, sehr ausführlich, über die Geschwindigkeiten oder die Endgeschwindigkeiten der 8-Liter-Klasse. Er hat geschrieben, es reicht ihm, dass seine Maschine 120 fährt. Und ihm würde es auch reichen, wenn sie nur 100 fahren würde. Aber alles Weitere dazu nach dem Intro. Bleibt also dran, es geht um eure Sicherheit. Ja, Freunde der leichten Unterhaltung, ich muss mich erstmal setzen. Ich muss euch ganz, ganz herzlich Dank sagen für die letzten 6 Abonnenten. Dies tatsächlich, das ist wirklich innerhalb nicht mal eines halben Tages 6 Abonnenten dazu gewonnen. Herzlichen Dank dafür. Ich habe es ja schon mal gesagt. Je mehr Abonnenten ich habe, je mehr Leute kommentieren, je mehr Fragen tun sich auf und je mehr kann ich halt im Grunde genommen auch für euch Videos machen. Was mich halt ein bisschen wundert ist, wenn ich in die Statistik reingucke, dass 87% meine Videos gucken, aber die haben den Kanal noch nicht abonniert. Also Leute, Kanal abonnieren, kommentieren, Daumen rauf, ne? Däumchen ist ein Träumchen. Ja, und wenn ihr den Content nicht verpassen wollt, dann müsst ihr auch die Glocke aktivieren. Aber, wie gesagt, wir wollten uns ja eigentlich heute darüber unterhalten, das Thema Sicherheit im Straßenverkehr, das Thema 125er, 8-Liter-Klasse. Dazu steige ich natürlich wieder aufs Bike für euch und wir fahren dazu ein bisschen durch die Gegend und ich erkläre euch mal meine Meinung, die zu 100% dieselbe Meinung ist, wie von Hart, gerecht, aber fair. Bleibt also wie gesagt dran, geht gleich los, fahren gleich rund und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. So, da wären wir wieder. Wofür ist sie eigentlich geeignet? Also ich habe es ja schon immer wieder erwähnt, ich nutze sie ja hauptsächlich für den Stadtverkehr. Dafür ist eigentlich die 8-Liter-Klasse auch gemacht. Das hat der Andreas Scheuer damals bewusst so gemacht, dass er gesagt hat, diese B196er, die sollen ja die Stadt entlasten, weil er sich erhofft hat, dass viel mehr Leute dann auf 125 Kubikzentimeter umsteigen. Ich glaube, er hatte es bei seinem letzten Auftritt auch erwähnt, dass ich glaube 75.000 Leute auf den ersten Hieb diesen Führerschein gemacht haben. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass es eigentlich viele Ältere sind, die sich dieser Klasse zugewandt haben. Die Jüngeren waren ja vorher schon mit 16 darauf bedacht, denn sowas zu fahren.
Und ich persönlich sehe das als einen sehr positiven Erfolg, denn wenn man sich hier mal so umguckt in der Stadt, was hier an Kraftfahrzeugen fährt, ständig ist die Straßen voll, irgendwo Stau. Und da macht das Autofahren auch schon gar keinen Spaß mehr. Also ich finde, das Ziel ist erreicht. Es können ruhig noch mehr sein. Gerade was jetzt die Großstädte angeht. Es würde den Verkehr hier unheimlich entlasten. Und dann hätten wir vielleicht ja sowas wie in Indien schon. Also die Verkehrsregeln haben wir ja nicht wie in Indien, da fahren sie ja wie die Bekloppten. Weil wir das gerade ansprechen, mit den Bekloppten. Bei manchen Motorradfahrern ist es tatsächlich, also ne, die alles, was über 125 Kubikzentimeter fährt, ist es tatsächlich so, dass die, oder dass wir eigentlich die 125 Kubikzentimeter Fahrer einen schlechten Ruf haben. Und zwar, weil viele dann halt auf so ein Bike steigen und dann die wilde Sau rauslassen. Ich glaube aber nicht, dass das die Alten sind. Ich denke, das ist weiterhin die Jugend. Und die Statistik ist logischerweise gerade bei den Motorradfahrern bei der 125 Kubikzentimeter Klasse, was die Unfälle angeht, auch gestiegen. Vielleicht, weil Fahrschulen es zu lasch nehmen, Unerfahrene richtig auszubilden. Aus meiner persönlichen Erfahrung, und da muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, ich bringe ja auch ein bisschen Erfahrung schon mit, bin ja vorher 50 Kubikzentimeter gefahren, erst Roller, mit dem Ding habe ich mich dann sogar schon gemault, habe mir einen Schlüsselbeinbruch geholt, war auch ein ganz blöder Unfall eigentlich, hätte gar nicht sein müssen, Schuld war so ein bisschen auch die Sonne, die mir ins Visier geschieden hat und ich dann halt im Grunde genommen zu spät reagiert habe. Danach bin ich eine Yamazaki YM50 Mercury gefahren, Baujahr 2019, mit 50 Kubik. Und da bringt man halt schon so ein bisschen Erfahrung mit. Das Ding sah aus von vorne wie eine Ducati Panigale. Ich kann ja mal ein Foto machen, kann das euch ja mal zeigen. Und vom Sound her war sie genauso laut wie die Panigale, die hatte halt nur nicht die Geschwindigkeit. Also ich habe halt, wie gesagt, genug Vorerfahrung mitgebracht. Und bei mir hat der Fahrlehrer dann irgendwann gesagt, nachdem wir dann gefahren sind und er sich das angeguckt hat, gesagt, was soll ich denn dir eigentlich noch beibringen? Ja, gute Frage, habe ich dann gesagt. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. Das gilt dann im Grunde genommen auch übrigens für die nächsthöhere Klasse. Da soll ich ja dann wieder das Komplettpaket eigentlich machen. Und ich denke mir, ja, wofür eigentlich? Okay, das Ding hat dann mehr PS. Habe meine Fahrschulprüfung auf der 125er oder für die 125er auf einer 500er gemacht. Aber trotz alledem, man geht ja
als erwachsener Mensch mit viel mehr Respekt an so eine Maschine ran. Okay, bei der muss man sich jetzt vielleicht nicht so sehr Gedanken machen darüber, dass man, dass einem das Hinterrad wegbricht, weil man zu sehr am Gashahn zieht. Aber ich gehe ja schon mit dem Verständnis eigentlich da rein. Ja? Kaufe mir das Motorrad und dann gehe ich mit dem Verständnis eigentlich schon da rein. Mensch, die hat jetzt meine nächste RS660, die hat jetzt 95 PS. Dann möchte man natürlich, oder da wird man natürlich dann noch ein bisschen vorsichtiger damit umgehen. Ja, sie hat ja auch ihre Annehmlichkeiten, deshalb habe ich mich auch für das Bike dann auch als nächstes entschieden. Einfach aus der Prämisse heraus, dass man hier ein Kurven-ABS hat und ach, was weiß ich. Also das Ding ist ja vollgestoppt mit Elektronik für eine 660er. Gibt es ja in der Preisklasse oder in der Kubikzentimeterklasse nichts Vergleichbares. Also selbst Honda und Yamaha bieten diese Features ja gar nicht an, was die Sicherheit angeht. Aber wir wollen ja bei der 125er bleiben. Und appelliere an alle, die jetzt 125er fahren, egal ob das jetzt B196 ist oder der A2-Führerschein, Leute, fahrt vernünftig, weil das Ding hier, das ist, sieht zwar aus wie eine Rennmaschine, das hat aber nicht die Leistung. Und ihr werdet sehr schnell feststellen, wenn ihr einen Überholvorgang startet, dass euch irgendwo, wenn dann was entgegenkommt, dass euch die Distanz ausgeht. Also immer darauf achten, was und wen ihr überholt. Und rechnet immer mit, die Dummheit, oder mit der Dummheit anderer, die dann vielleicht der Meinung sind, ach, was überholt mich denn hier? Ja, den lasse ich jetzt erstmal verhungern. Sowas gibt es dann auch. Also ich persönlich habe das jetzt noch nicht festgestellt. Ich habe eher positive Erlebnisse gemacht. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, sage ich einfach mal. Und man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Ihr sollt auf dem Ding eure Erfahrung sammeln. Und damit meine ich nicht, euch das erste Mal zu maulen oder euch umzubringen. Dafür ist das nicht gedacht. Und ihr werdet Fehler machen. Und ich hoffe, diese Fehler sind dann nicht so gravierend, dass ihr euch irgendwie mault, dabei euch wehtut und ihr vielleicht auch den Bock daran verliert, mit so einem Ding durch die Gegend zu fahren oder mit der nächsthöheren Klasse durch die Gegend zu fahren. Ich habe mich, wie gesagt, schon gemault und ich habe das Einzige richtig gemacht. Ich habe mich wieder draufgesetzt. Ich habe gesagt, okay, Schlüsselbein gebrochen, wird verheilen. Hätte jetzt auch anders ausgehen können. Und ich muss dazu ganz ehrlich sagen, das wäre vielleicht nicht passiert, wenn ich damals schon das hier getragen hätte. Aber auf dem Roller hätte das vielleicht ein bisschen albern ausgesehen. Schutzkleidung. Egal wie ihr euch darauf vorkommt, ist das A und O. Es gibt, ihr müsst nicht unbedingt eine Vollkombi tragen, wenn ihr auf dem Roller fahrt. Gar kein, also müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das sieht sehr albern aus, ja. Aber es gibt
wunderbare Schutzkleidung, die sich sehr neutral verhält im Anblick. Wichtig ist, dass genügend Protektoren drin sind. Und wenn ihr der Meinung seid, auch so eine Jacke ist nichts für euch, oder noch eine Motorradhose oder sowas, dann gibt es noch sogenannte Protektorenwesten. Das heißt, es ist so eine leichte Netzjacke, und an dieser Netzjacke sind Protektoren befestigt. Und die kann man wunderbar unter eine normale Jacke anziehen. Die Hose. Weil eine normale Jeans, ja, weiß nicht, brennt sich so schnell in die Haut ein, wenn man mal über den Asphalt schlittert. Auch hier gibt es spezielle Hosen, so Cargo-Hosen. Da kann man sich sogar noch diese Seitentaschen noch mit irgendwelchen Tüchern vollstopfen. Ja, die ist dann halt nicht fürs Knieschleifen gedacht, weil Knieschutz ist dann da nicht dran. Ja, sowas, seht ihr? Auf sowas muss man achten. Gibt es immer wieder Leute, die der Meinung sind, ich fahre ein Auto, damit fahre ich einen Panzer und damit kann mir ja nichts passieren und die anderen Verkehrsteilnehmer sind mir eigentlich so ziemlich scheißegal. Und was dann so ein Motorrad auch noch, das kann ja nur den Kürzeren ziehen. Und jetzt macht der das Güllefass auf und ich sehe aus wie ein Schwein und stinke. Nein. Hoffentlich nicht. Scheint alles dicht zu sein, tropft doch nichts raus. Vielleicht ist es ja auch nur ein Wasserfass. Kann ja sein. Ja. Also Schutzkleidung ist ein wichtiges A und O und da müsst ihr wirklich dran denken. Macht euch da schlau. Da gibt es Louis und was weiß ich noch alles, wo ihr da hingehen könnt und euch da Schutzkleidung angucken könnt und kaufen könnt. Und manchmal haben die da auch recht tolle Angebote. Und da kann man dann auch mal so im Herbst zuschlagen und sich vernünftige Motorradkleidung kaufen. Ja, so ein Trecker fahren ist auch was Schönes. Und wenn ihr üben wollt, das geht jetzt an die Jugendlichen, weil ich, wie gesagt, ich glaube wirklich tatsächlich, dass die ältere Generation gar nicht so, das sind auch nicht die, die den Ruf der 125er oder 8 Liter Klasse kaputt machen. Ich kann das ja verstehen. Ich verstehe euch Jugendliche ja auch. Ja, da ist das erste Mal, dass ihr wirklich richtig gut motorisiert seid und ihr könnt euch so mal ein bisschen profilieren, will ich es mal so ausdrücken. Aber ihr übertreibt es dann. Und wenn ihr Erfahrung sammeln wollt und das auf öffentlicher Straße macht, dann fahrt gesittet. Und wenn ihr nicht gesittet fahren wollt, dann fahrt auf eine Rennstrecke. Fragt Papa oder Mama, ob sie mal 150 € übrig haben an Taschengeld für euch.
Oder verdient es euch im Nebenjob auf dem Bauernhof, irgendwo in der Bäckerei, keine Ahnung. Und fahrt dann zu einem Fahrtraining. Und da bringt man euch das dann bei. Und da bringt man euch dann auch bei, das kann ich euch versprechen, dass die Instruktoren immer zu euch sagen, das, was ihr hier auf der Rennstrecke macht, macht das nicht im Straßenverkehr. Knieschleifen im öffentlichen Straßenverkehr kann euch das Leben kosten. Weil es kann immer mal passieren, dass ihr nicht wisst, wo ihr gerade seid. Ihr die Strecke nicht kennt. Und euch die Kurve ausgeht. Und dann hilft euch euer Können auch nichts, dass euch solche Unfälle nicht passieren können. Und auf einer Landstraße, auf einer Autobahn, auf einer Bundesstraße, selbst im Stadtverkehr, kann euch sowas das Leben kosten. In diesem Sinne, habt noch einen schönen 3. Oktober, bleibt gesund. Ich sage, euer Tomcat ist raus. Schau mit Au und schön mit Öl.